Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Pressegespräch bei uns im Plateau. Am vierten Spieltag haben die VfL Sparkassen Stars 87-77 gegen die WWU Baskets Münster gewonnen. Ich begrüße beim Pressegespräch den Cheftrainer unserer Gäste Philipp Kappenstein, unser Headcoach Gary Johnson. Als Spieler ist dabei das Geburtstagskind, der Marc Gebert, und unser Teammanager Cham Corby. Wie immer geht das erste Wort an den Trainer der Gäste. Philipp, ich darf dich um dein Statement bitten. Guck mal, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann nehmen wir meins. Ja, geht. Da bin ich. Wunderbar. Okay. Soll ich was sagen? Okay. Also, erstmal denke ich, herzlichen Glückwunsch an Gary und sein Team, die am Ende des Tages ein sehr intensives Spiel, glaube ich, verdient gewonnen haben. Mir selber fällt es natürlich gerade ein bisschen schwer, weil ich glaube schon, dass wir einen sehr hohen Aufwand getrieben haben heute, dreiviertel lang auch geführt haben. Naja, und dann im letzten Viertel leider das Momentum verloren haben. Ich denke, als Matchwinner kann man heute sicherlich den Albert Del Hoyo Perez nennen, der wirklich im vierten Viertel das Momentum hat kippen lassen mit einigen guten Aktionen in Folge. Insgesamt ist es so, dass Bochum verdientermaßen viel an die Linie gekommen ist, weil sie sehr aggressiv gespielt haben und eben mehr Zug zum Korb hatten als wir. Und wir sind ein bisschen mit unseren Dreiern, haben wir gelebt und sind damit eben auch gestorben, weil wir die im entscheidenden Moment vielleicht nicht mehr getroffen haben. Aber im Endeffekt, denke ich, haben wir durchaus ein ordentliches Spiel gezeigt, auch irgendwo, dass wir in die Liga gehören. Trotzdem wird es höchste Zeit, dass wir uns für den Aufwand belohnen und auch bald mal wieder gewinnen. Aber ich denke, heute haben wir einen verdienten Sieger gesehen und nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Philipp. Dann bitte ich jetzt Gary um sein Statement. Zunächst, Gary, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und jetzt bitte dein Kommentar zum Spiel. Erstens, ich würde herzlichen Dank zu allen, die Zuschauern. Also das ist mega Unterstützung von euch. Alle unsere drei Heimspiele, was wir schon mal gehabt dieses Jahr. Also freue mich drauf, jedes Mal, wenn wir in der Rundsporthalle sind, euch zu sehen und für euch zu spielen. Also ganz klipp und klar für mich, du arbeitest die komplette Woche auf einen bestimmten Gameplan und dann vergisst du zu sagen, du musst ausboxen. Ja, okay. Ja. Und das war die Geschichte, sag mal so, die ersten drei Vierten. Also, aber außerdem, ich glaube, die Jungs haben sehr gut zu den Spielplänen beibehalten. Und das war schön zu sehen. Wir wachsen zusammen und das ist wichtig für mich. Ich glaube, auch ganz wichtig war in der Halbzeit, ein ganz guter Freund hat, also ich bin immer an meine Menschen motivieren. Und in der Halbzeit, ein ganz guter Freund kam zu mir und hat mir auch was gesagt. Und das war auch wichtig. Und ich habe das auch in der zweiten Halbzeit mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, warum wir dieses Spiel gewonnen. Und zu ihm sehr herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Gary. Ja, Marc, zunächst herzlichen Glückwunsch zum Sieg, natürlich auch herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ihr habt euch ja am Ende dann tatsächlich noch mit einem Sieg belohnt oder vielleicht dich auch beschenkt. Aber es sah ja mitunter, war es ein sehr spannendes, ein sehr offen gehaltenes Spiel, erst am Ende den Sack zugemacht. Wie cool wart ihr heute, dass ihr bis zum Schluss die Nerven behalten habt? Also man hat ja auch gesehen, wie unser Coach schon gesagt hat, die ersten drei Viertel sind wir ein bisschen hinterhergelaufen. Wir hatten zwar unseren Gameplan, aber hatten dann halt ein paar Schwierigkeiten am Anfang. Wir wussten, dass Münster stark anfängt, das haben wir dann auch gemerkt. Und dann war die Halbzeit, waren was zurück, haben uns in der Halbzeit nochmal zusammengerauft, haben nochmal Gas gegeben. Im dritten Viertel sind dann für Münster die ganzen Dreier gefallen. Im vierten Viertel haben wir dann gemerkt, gut, wir geben jetzt nochmal Gas, haben viele Stops hintereinander geholt, sind ruhig geblieben, haben vorne gut gespielt, dann hat Albert viele wichtige Dinge reingemacht, am Ende die Freiwürfe von Felix, wir sind ruhig geblieben, konnten dann in Führung gehen und haben es dann auch gehalten. Vielen Dank, Marc. Cham Corby, unser Teammanager, kannst du dir bestimmt denken, welche Frage jetzt kommt? Es gab personelle Veränderungen in der letzten Woche. Ich habe es vielleicht vorhergesagt beim letzten Mal, wollte ich gar nicht, war auch wirklich nicht der Plan. Aber wie sieht es personalmäßig aus? Gibt es Änderungen? Womit haben wir zu rechnen? Guckt ihr noch? Bleibt es dabei? Ja, also man hat es auch heute gemerkt, dass der Jamal nicht mehr bei uns ist. Wie gesagt, das hat mehrere Gründe. Und dann haben wir uns, wie gesagt, letzte Woche zusammen, oder saßen wir letzte Woche zusammen, haben wir uns entschieden,
dass wir ihnen halt jetzt den Vertrag auflösen. Natürlich, wir gucken weiter nach neuen Spielern, aber bis jetzt, wie gesagt, steht nichts Offizielles. Also wenn es soweit ist, dann werden wir definitiv das bekannt geben. Was man auch dazu sagen kann, also das ist Eduard, der wird, oder hat letzte Woche angefangen zu trainieren. Wir hoffen, dass er bis Ende der Woche fit wird, damit er uns auch definitiv helfen kann. Vielen Dank, Cham. Also wir sind gespannt. Wir hoffen das natürlich auch für Eduard, dass der das Team endlich unterstützen kann. Ich glaube, da brennt er auch drauf. Jetzt aber zunächst feuerfrei für Ihre Fragen, für Fragen von der Presse. Ja, da haben wir eine Frage. Wunderbar. So, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an Marc auch nochmal an der Stelle. Der gewünschte Sieg ist endlich eingetreten. Wie war es denn jetzt bis zum letzten Viertel vom Gefühl? Hast du dir vorgestellt, dass du so deinen Geburtstag doch noch rumreißt? Oder wie war das Gefühl kurz vorm letzten Viertel? Wir wollten halt von Anfang an gewinnen. Jeder wollte von Anfang an gewinnen. Für mich war es halt nochmal eine extra Motivation, dass ich an meinem Geburtstag auch mit einem Sieg nach Hause gehen kann. Und dann noch, vierte Viertel, dann geht es erst richtig los, letzten 2-3 Minuten nochmal richtig Gas geben und jetzt habe ich nicht nur meinen Geburtstag, sondern auch den Sieg mit dem Team zu feiern. Also extra Motivation war auf jeden Fall da. Super. Eine Frage habe ich noch an Gary. Gerade in der Anfangsphase sind viele Treffer reingegangen, wo die Defensive nicht ganz so gut stand. Wie siehst du das? Habt ihr euch gerade in der Defensive am Ende reingekämpft? Oder, Also, wir haben schon mal, ich habe alle die Spiele von Munster schon mal gesehen, und die fangen immer so an, also ganz heiß, also die sind alle hoch motiviert. Ich weiß nicht, was die machen in die Warm-up, aber ich glaube, wir sollten das auch machen ab und zu. Also, aber im Endeffekt, die Jungs sind schon mal zu den Gameplan beibehalten, also, aber die sind eine richtige gute Mannschaft. Ne? Also, du musst die richtige Dinge machen, also, und dann auch, wenn man nichts ausboxt, und ich hätte schon mal 3 und 4 versucht, das macht das Ding immer noch schwerer. Also, aber im Endeffekt, Hut ab zu Munster, und ich hoffe, nächstes Mal können wir das schon mal besser vorbereiten für unser Defensive Rebounding. Ne? Ja, vielen Dank. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich zunächst bei euch für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz. Euch wünsche ich eine gute Heimreise. Es ist ja zum Glück nicht ganz so weit. Die A43 ist, glaube ich, auch frei. Meine Damen und Herren, es gibt noch 1, 2 Punkte, die ich Ihnen mitteilen möchte. Ich habe es während des Spiels immer wieder gesagt. Es gab einen herben Schicksalsschlag für Noah Berger in der letzten Woche. Der Förderverein hat heute beschlossen, dass die blauen Röhren für die Becherpfandspenden, die eigentlich für unsere Vereinsjugend sind, für diese Sonderspendenaktion für Noah Berge gehen. Und ich muss sagen, auch das ist wieder schön, weil die Röhren, die quillen heute förmlich über. Wir haben 288 Euro an Becherpfandspenden eingenommen. Das ist ein tolles Ergebnis. Vielen Dank an allen, die gespendet haben. Hier oben im Plateau ist es schwierig mit einer Becherpfandspende, weil Sie kein Pfand bezahlen müssen. Aber wir haben hinten eine kleine Spendenbox aufgestellt. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Euro da dann noch hinzukommt. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch sagen. Ja, dann die anderen Ergebnisse. Herzöge Wolfenbüttel, Lok Bernau 82-79 gewonnen. ETB Wohnbau Baskets Essen verlieren zu Hause 79-87 gegen die Iserlohn Kangaroos. Und kurz vor Ende steht es bei den Ehrenbaskets Schwelm gegen Itzo Eagles 89-80 für Schwelm. In der nächsten Woche spielen wir auswärts bei Lok Bernau. Die Halle liegt uns, anders als Oldenburg, definitiv besser. Ich glaube, haben wir da überhaupt schon mal verloren? Ich weiß es nicht. Und das nächste Heimspiel gibt es am Sonntag, den 28. Oktober, dann schon um 17 Uhr gegen Iserlohn bei uns in der Rundsporthalle. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Feiern Sie mit uns noch ein bisschen den Sieg hier oben im Plateau. Werfen Sie bitte den einen oder anderen Euro in die Spendenbox. Haben Sie ein schönes Restwochenende, schöne Ferien, falls Sie Ferien haben. Und ansonsten sehen wir uns in 14 Tagen dann zum nächsten Heimspiel der VfL Sparkassenstars. Vielen Dank. Tschüss. Temperature is rising up.